Eine historische Kulisse für eine besondere Premiere. Der erste Tag des Blindenfußballs. Die Reichstagswiese wurde zum Spiel- und Trainingsfeld. Gespielt wird 5 gegen 5 mit einem sehenden Torwart. Im Ball befindet sich eine Rassel, denn die Spieler verlassen sich ausschließlich auf ihr Gehör und ihren Orientierungssinn. Alle auf einmal! Geht doch! Geh in die goldene Mitte, bitte! Das hat Seltenheitswert, viele Politiker und eine Meinung. Nicht ohne Grund, weiß der Bundestagspräsident. Wenn man das Glück hat, selber über keine, jedenfalls körperlichen, größere Behinderungen zu verfügen, dann weiß man, welche zusätzlichen Anstrengungen sowohl physischer wie psychischer Art es erfordert. Und das war ja auch der Grund, weswegen wir gesagt haben, wir wollen das gerne unterstützen und stellen dafür den prominentesten Platz zur Verfügung, den es in Deutschland wahrscheinlich gibt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Deutschen Behindertensportverbandes, der Sepp Herberger Stiftung und des DBSV. Mit vielen prominenten Unterstützern. Innenminister de Maizière und Kollegen probieren sich gleich aus. Ja, das war hochspannend. Ich sollte mit Pike schießen, hat mir der Nationalmannschaftstrainer gesagt. Das haben wir uns ja abgewöhnt als Jungs. Hier ist es richtig. Das eigentliche Highlight des Tages ist aber das erste Länderspiel des Nationalteams auf heimischem Boden. Doch die Gastgeber scheinen noch leicht benommen vom Trubel und der Kulisse. Sie starten etwas träge. 1:0 für die türkischen Gäste. Die Deutschen setzen nach. Foul vor dem Tor, Strafstoß. Dieser wird im Blindenfußball aus 6 Metern ausgeführt. Die besondere Herausforderung für die Zuschauer, absolute Stille. Der Schütze orientiert sich am Klopfen der Lotsin hinter dem Tor. Aber dann 1:1. Auch IOC-Vizepräsident Dr. Thomas Bach ist begeistert. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich sehe zum ersten Mal ein Blindenfußballspiel und bin beeindruckt von Ballgefühl und Bewegungsgefühl der Spieler. Das hätte ich so nicht erwartet. Fußball, der Deutschen liebstes Kind. Es gibt noch viel zu entdecken. Ganz anders. Man muss ruhig sein, man darf nicht krölen. Und auch die Spieler müssen sich viel mehr konzentrieren, finde ich. Also das ist eine viel höhere Anforderung an die Spieler als bei normalem Fußball. Der Sport hat alles, was Mann und Frau an Fußball liebt und schätzt. Und er motiviert die Menschen dazu, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Egal, ob mit oder ohne Behinderung. Also dies ist schon ein großer Tag, auch für den deutschen Fußball insgesamt, weil natürlich hier auch damit anerkannt wird, dass der Deutsche Fußballbund sich seiner gesellschaftspolitischen und sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, mehr Fußball ist mehr als 1:0, bewusst ist und danach handelt. Menschen denken immer, wie können Blinde Fußball spielen? Hier kann man das mit den Augen begreifen als Sehender. Und vor der Kulisse des Reichstags, hier auf der Reichstagswiese, das ist schon etwas Besonderes und hebt den Blindenfußball in eine Position, wo wir uns hinwünschen. In die Mitte der Gesellschaft, in die Mitte der Sporttreibenden. Was Fußball bewirken kann, das wissen vor allem die Spieler selbst. Das lässt dich, keine Ahnung, es gibt ja ein Gefühl einfach, du kannst was, du kannst Fußball spielen, du kannst auch Blindfußball spielen und so Fußball spielen und solche Tore zu schießen wie ein Sehender. Das funktioniert. Und dieses Gefühl, einem Menschen zu geben, ist einfach wunderbar. Mit einem 1:1 geht es in die zweite Hälfte. Es bleibt weiter spannend. Die Mannschaften spielen auf Augenhöhe. Beide hoffen, zu den 4 europäischen Teams zu gehören, die in London 2012 an den Paralympics teilnehmen. Und so wird sich hier nichts geschenkt. Der zweite Durchgang beginnt wie der erste. Toller Schuss von Ali Jafda. 2:1 Türkei. Doch Deutschland erhöht die Schlagzahl und beweist Nervenstärke. 2:2 und Deutschland ist wieder im Spiel. Kurz vor Ende dann das verdiente Siegestor von Michael Wahl. 3:2 für Deutschland.
Der glückliche Schütze jubelt bis zum Krampf. Super Tor! Wenn du das ist scheiße jubelst, Mann. Wenn nee, der war, ich hab schon so, ich hab gewusst, das gibt jetzt einen Krampf. Eine gelungene Premiere für das ambitionierte Team und den sympathischen Nationaltrainer Ulrich Pfisterer. Das ist natürlich phänomenal, wenn man sich da mit der Mannschaft aufstellt und den Reichstag dahinter hat und die Nationalhymne hört, also Gänsehaut. Und natürlich die immer wieder die Story für den Fußball, so ein Idealergebnis von hinten zu kommen und dann noch 3-2 zu gewinnen, das haben wir ja schon mal 54 gezeigt. Super Kulisse, top Stimmung. Ich meine, da wir das Spiel noch gedreht haben, Freude. Zunächst gilt es natürlich, sich auf internationalem Niveau weiterhin zu etablieren und den nationalen Ligabetrieb auszubauen. Doch heute sind sie dem großen Ziel der Paralympics 2012 in London einen Schritt näher gekommen.